Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz Roßkogler mit seinen dazugehörigen Freizeit- und Schwimmteichen. Der Campingplatz liegt in der Steiermark, ganz in der Nähe von Kapfenberg. Etwas außerhalb von Aflensland erreicht ihr auf einer kleinen Nebenstraße den Campingplatz, wo ihr euch im Einfahrtsbereich in der Rezeption anmeldet. Danach geht's auf Kieswegen weiter zu den Stellplätzen. Auf diesem kleinen und feinen Campingplatz erwarten euch rund 10 Stellplätze für Tagesgäste. Diese sind zentral hinter dem Hauptgebäude angeordnet, relativ eben und als reine Wiesenplätze angelegt. Die Plätze sind nicht parzelliert, kleine Bäume und Hecken sorgen für etwas Abgrenzung zum Nachbarn. Den Strom findet ihr direkt auf der Parzelle, er wird pauschal abgerechnet, ihr könnt den CEE oder den Schuko-Stecker verwenden. Das Sanitärgebäude befindet sich gleich gegenüber dem Haupthaus. Hier findet ihr die Toiletten, die Duschen und die Waschgelegenheiten, die bei unserem Besuch sehr sauber waren. Auf der Rückseite gibt es noch die Abwaschmöglichkeiten und eine Waschmaschine. Hinter dem Sanitärgebäude findet ihr die Müllentsorgung sowie die Entsorgungsmöglichkeit eures Brauchwassers. Wenn euch Durst und Hunger plagen, könnt ihr euch im Campingstüberl, bei schönem Wetter auch im Gastgarten, stärken. Hier werdet ihr mit bodenständigen Kleinigkeiten versorgt. Für Kinder stehen einige Kletter- und Schaukelgeräte zur Auswahl, ebenso wie ein großes Beachvolleyballfeld. Direkt auf dem Campingplatz wird eine kleine Fischaufzucht betrieben. Ihr könnt hier die verschiedenen Becken mit Fischen unterschiedlicher Wachstumsstadien begutachten. Sind die Fische groß genug, könnt ihr sie auf der allgemeinen Grillstelle braten. Unmittelbar hinter dem Campinggelände liegen zwei kleine und idyllische Badeseen, die zum Schwimmen und Entspannen einladen. Auch Angler sind hier willkommen und können ihre Fischerkarte direkt am Campingplatz erwerben. Der tatsächliche Fang wird nach Gewicht abgerechnet. Der Campingplatz überzeugt durch seine abgelegene, ruhige Lage und seine naturbelassene Umgebung.